Moin moin meine Freunde und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Spiel, was ich euch nur mal vorstellen werde. Es wird keine Let's Play Reihe geben davon, aber ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, weil es wirklich ein Heiden-Koop-Spaß ist. Also es macht wirklich Spaß, mit Leuten das zu spielen. Kann ich euch leider jetzt gerade nicht zeigen, da ich mit dem ich das zusammen spielen wollte, dass ich den gerade irgendwie online bekommen habe. Aber das machen jetzt reiche ich vielleicht nochmal nach in der zweiten Folge. Aber lasst uns doch einfach mal anfangen. Genau, und es handelt sich um Overcooked 2. Der erste Teil war schon sehr, sehr witzig und den könnt ihr zumindest als Let's Play sehen bei, bei einem Kollegen, den ich auch abonniert habe. Den müsst ihr mal schauen. Auf jeden Fall dachte ich mir, den zweiten Teil können wir uns mal angucken. Hier kann man erstmal das Menü, wir können mal schauen. Ich habe schon natürlich ein bisschen reingeschnuppert schon. Wir fangen mit der Story-Modus gleich an, aber wir wählen uns mal erstmal einen Koch aus hier. Was haben wir hier? Den Panda-Bären. Einen guten Typen aus dem Süden. Ein Mensch mit Brille. Verrückte Grinsebacke. Oma. Chinese. Sushi-Koch. Eine Maus. Panda. Also ich glaube, ich nehme hier den Grinsehaini hier. Der ist lustig. Yeah! Freut er sich. Gut, und wir gehen mal in Story-Modus. Ich habe bis jetzt nur ein, zwei Folgen gespielt, deswegen machen wir einfach mal ein neues Spiel, damit ihr seht, worum es geht. Da seht ihr, kann man schon sehen, wie weit er gespielt hat, der gute Mann, ne? Spiel hier drauf. Boah, spannend. Und los geht's. Eigentlich keine super Story, aber so ein bisschen süß ist das schon gemacht. Auch die Aufmachung soll man sich nicht täuschen lassen. Es ist knüppelschwer nachher. Wirklich immer auch die 60 Sterne dazu bekommen, 60 Punkte für die Sterne zu bekommen. Aber wie gesagt, es macht auch wirklich sehr viel Spaß. So. Folgendes beruht auf wahren Begebenheiten. Nur die Namen, Orte und Gemüse wurden verdammt. Kurz nach der Teepause. Endlich! So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, was wir alles durchgemacht haben, um diesen Nobelpreis zu gewinnen. Schau es dir an, Kevin. Das berühmte Emorium Gastronomicon. Ah, das ist eine kleine Anspielung auf Necronomicon von Ash vs. Evil oder Tanz der Teufel, wenn ihr es kennt. Huff! Was? Huff! Das ist nicht gefährlich, stell dich nicht so an. Dieses Buch birgt das Geheimnis zu ewig währender kulinarischer Herrlichkeit. Löse in einer großen Schüssel Zucker in warmem Wasser auf und rühre dann die Hefe ein. Ein normaler Hefeteig, ne? Lasse die Mischung gehen, bis die Hefe eine volle, schaumige Form annimmt. Wuff! Mische Salz und Öl und vermenge es mit dem Mehl. Knete den Teig und bedecke ihn mit einem feuchten. Und dann lass ihn aufgehen. Ja, wie man sieht, gehen jetzt die Zombie-Brote auf. Aufgehen, auferstehen. Huch. Nein, 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 so war das nicht gemeint. Jetzt ist es das Unbroten. Ja, die untoten Brote, ne? Ja, die sehen ein bisschen albern aus, aber egal. Als meine besten Köche, also zumindest jene, die gerade hier sind, kümmert euch darum, schlagt sie zurück. Die scheinen richtig hungrig zu sein, also los. Dann wollen wir die mal füttern. So. So, jetzt einfache Sache gemacht. Wir nehmen ein bisschen was vom Salat. Bringen das hier rüber. Und häckseln. Zack. Okay, um die Küche auszutauschen. Mal so, haben wir einen Koch? Kann er machen. Ah, hier. Okay, lassen wir den Koch. Bring den Salat hier rüber. Dann können wir den Salat nehmen.
Und losschicken an die hungrigen Brote. Okay, der kocht schon. Hier? Schnell zum Messerblock. Ach, jetzt hätte ich ihn drücken sollen. Warte, das machen wir gleich noch. Zack. Zack, so. Und hier am Schnibbeln. Oben könnt ihr links, könnt ihr mal sehen, was wir machen sollen. Ein Tomatensalat. So, schnell hier auf den Teller legen, die kleine Scheiße. Ah, da muss ich noch weg. Und komm, nimm den Salat mit. Man sieht, läuft die Zeit noch nicht. Unten rechts könnt ihr sehen, die Zeit, die läuft noch nicht, weil es noch das Tutorial ist. Aber ich sag euch, die Zeit ist euer ärgster Feind. Schnell hoch. Und schnippeln. Und du schnippst eine Tomate. Also man kann natürlich alle, man kann natürlich auch oben schnippeln oder rechts schnippeln, das ist egal. So, schnell bringen wir das hin. So, während er denn hier ist, kann er weiter schnippeln. Oben bringt die Tomaten wieder runter. Ein leckeres Menü wird das. So, schnell. Zack. Also ihr spielt es ja eben im Koop. Es macht auf jeden Fall wesentlich mehr Laune am Bildschirm, am großen Bildschirm, als am kleinen. Kann ich euch jetzt noch schon mal sagen. Großartig, ihr habt bewiesen, dass ihr Talent zum Kochen habt. So, jetzt müssen wir schnell hier die Sachen machen, die oben stehen. Egal, ach scheiße. Nein. So, schnippeln. Meilen hier. So, komm her. Eine Tomate schnibbeln. Oh Mist, ich müsste eigentlich den... Ah, verdammt. Na egal. Aber schnell mal. War jetzt zu blöd. Ich hätte nämlich erst einen Salat machen sollen. Egal. Oh, ist jetzt... Haben wir noch eine Tomate hier? Ah, Mist. Komm hier rüber. So. Ah, Zeit abgelaufen. Aber egal. 99 Punkte gemacht. Das ist vollkommen okay. Diese Horde ist zu gefräßig. Wuff, wuff. Nein, spiel ich den Helden, Kevin. Schnell, zurück zum Schloss. Rückzug. Ja. Kann man also nicht schaffen. Das ist halt das Tutorial, dass man es nicht schaffen kann. Aber es macht ja nichts. Denn wir werden durchdrehen. So. Also ich habe es gespielt schon mit drei Leuten gleichzeitig, zwei Leuten gleichzeitig und drei Leuten. Es macht wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Kevin und ich können die Meute aus dem Schloss heraushalten, vorerst. Aber wenn die Unbroten zum Schloss auf übers Land herfallen, ist das ganze Zwiebelreich in Gefahr. Wir müssen schnell handeln. Wuff! Natürlich, der Foodtruckster 500, er hat ja gerade erst ein Upgrade erhalten. Wieder einmal scheint ihr Köche unser Königreich rechnen zu müssen. Also nehmt euch mein Fahrzeug, fahrt los, lernt ein paar neue Rezepte und um Himmels Zwiebelns Willen, lernt endlich zusammenzuarbeiten. Ja, das machen wir. Und los geht's. Los auch mit. Los geht's. So, also der Foodtruck, den sieht man von oben gleich, unsere Landkarte. Und Multi irgendwie, ne? So, hier könnt ihr sehen, hier ist der Foodtruck, kann man überall hinfahren. Wie man sieht, kann man überall was einernten. Hier gibt es auf jeden Fall das... Man kann hier umfahren, die Brote. Ist auch lustig. Ein paar Brote umfahren. Oh, hier und da oben. Ernt das Brot. So, hier, erste Station. Rein da. Okay. Ah, sind ein bisschen längere Ladezeiten, aber die nimmt man gerne in Kauf bei dem Spiel, finde ich. Das macht wirklich Spaß. Jetzt müssen wir natürlich erstmal durchs Land ziehen und ein paar Leute handeln. Und die Gerichte werden auch immer anspruchsvoller, ne? Man kennt das ja, aber die werden wirklich immer wieder anspruchsvoller. So, da sieht man das neue Rezept. Sashimi. Da Fisch schneiden, Teller.
Fisch schneiden Teller. So sagt man, macht man Sashimi. Nicht so schlimm. Okay, bereit? Und los geht's. Zu zweit geht's natürlich besser, aber lasst euch nicht täuschen, auch zu zweit ist das nicht so einfach, denn da habt ihr das halt auch so, dass ihr weit habt ihr es halt auch so, dass ihr auf jeden Fall egal wie ihr es handelt, müsst ihr auf jeden Fall habt ihr weniger Zeit, würde ich mal sagen. Entschuldigung. Achso, über den Teller. Entschuldigung. So, Teller muss man nämlich auch gleich mal holen. Mach schon mal einen Teller mitnehmen gleich. Alles. Oh. Da liegen. So. Reichen da, falschen Teller. Oh, warte. Nein. Also den mal hinlegen und schneiden. So. Man kann natürlich auch direkt hier auf die Teller legen. Geht auch. So, der Fisch auch noch hier. Okay. Sekunden, dann schauen wir noch ein Gericht hier. So. Aber viel Fett Trinkgeld, wie man sieht. Und 240 sollten wir erreichen, haben wir locker erreicht, ne? Yeah, da freut sich der Schanzenonnen. Oh, hier. Yeah, gut gespielt. Oder hier. Ganz geschärft, juhu. Oder, oh, nächstes Mal klappt's. High five. Jetzt. Ja. Ich spiele mit Pro-Controller außerdem. Aber wie gesagt, man kann es mit allen spielen. Also, das ist auch nicht so schwierig, wie man denkt. Also vom Handling, vom Dings her. Es gibt wirklich nicht so viele Tasten. Aber es ist natürlich die Zeit. Ne? Die Zeit sitzt einem im Nacken. Das ist die ganze Zeit. Yeah. Ah, das ist die Autobahn. Gut, hier kommt das zweite Reich. Suchen wir da unser Glück. Mit dem Food Truck 500. So, oben rechts kommt das Essen rein. So ein Töpfe und Pfannen. Ah, diesmal müssen wir mit Braten sogar machen. Also diesmal wird es was sein, was auch warm gemacht wird. Cooles. Denn dadurch lernen wir auf jeden Fall jetzt wieder ein neues Gericht. Sushi. Nein. Reis. Zusammengepackt. Okay. Und los geht's. Einfach schneiden. Reis kochen. Ich schon mal hier auf den Teller. Oh, ich hab gleich fertig. Fertig ist. Ich glaub, schnell beeilen. Ich weiß, der andere hätte schon längst was machen können. Da rein. Eben. Also zu zweit ist es sogar noch komplizierter am Anfang, wenn man sich da wirklich gut auskennen muss.
Oder geh weg. Och, du blöder Heini. Soll ich schnell rauskommen? Ja. Ah, weggenommen. Fertig. So. Ja, echt spät dran hier. So. So, das muss echt ein bisschen. Ja, wir sind verstehen. Keller ist ein Aufweg, müssen wir mal bereitstehen. So. So. Ah, selber nichts mehr. Aber wir haben ja eigentlich auch nicht Trinkgeld gemacht. Also ich glaube, wir sollten schon unser Ziel locker erreicht haben. Aber wie man sieht, es ist gar nicht so leicht, wenn man denkt. Irgendwann kommt man durcheinander, weil man ein bisschen, wie nennt sich das? Ungeduldig wird, oder beziehungsweise nicht ungeduldig, sondern ein bisschen in Panik gerät. Und da muss man alles schnell machen, aber naja. Trotzdem ganz gut gelaufen. So, nehmen wir die nächste Partie mit. Los geht's. Eventuell nimmt das Spiel auch mal mit als in einem Livestream. Können wir mit 2-3 Leuten mal spielen, wenn jemand Lust hat. Wäre ja auch mal ganz witzig. So, 160 müssen wir erreichen, um überhaupt hier was zu bekommen. Hier ist es jetzt getrennt. Das heißt, wir können nicht mehr rüberlaufen zu den anderen. Ich meine, das ist jetzt die, wo beide auf jeder seiner Seite hängt. Schmutzige Teller, ja genau. Mal sauber gemacht werden. So. Okay. Was kochen hier? So. Sauber machen. Ach, ich hätte einen Teller mitnehmen sollen. Na egal. Na ja, rühren und einen Teller holen. Oh, das brauchen wir nicht. So. Teller. Reis noch kochen. Wir drüben das machen.
Ah, Mist. Das war wieder ein blödes Timing gerade. Na egal. Eis. Oh, Reisgranaten erwischt. Eine Feuerlösche kann man auch ganz gut benutzen. Irgendwas. So, schon mal einen Teller holen hier. Können wir schon mal ein Rezept schneller machen. So. Ja, so. Ach Mist. Schnell, schnell, schnell. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das wird eine enge Kiste. Noch Reis kochen. Uah. Nein, was denn da? Ah. Aber wir haben trotzdem die Zeit, war auf unserer Seite. Trotzdem geschafft. Aber wie gesagt, ist noch, die ersten Level sind noch recht einfach, um die Punkte zu erreichen. Aber ich warne euch, das geht immer weiter nach oben, immer weiter nach oben. Wie gesagt, es ist nur ein Video, um euch mal zu zeigen, wie das Spiel ist. Leute, die es sich gekauft haben, das Geld dafür nicht ausgeben wissen und nicht genau wissen, ach, will ich das jetzt bezahlen dafür? Lohnt sich das? Steht man auf Koop-Spiele auf jeden Fall machen. Macht so viel Spaß, auch weil man sich über Mario Kart einfach nur sowas von anschreien wird. Und ja, es können theoretisch Freundschaften zerstört werden. Da, ja, finde die Schalter am Rampen zu betätigen und ansonsten erreicht mit Bereich zu kommen. Okay. Da kannst du rüberfahren, oder? Cool. Ist auch nicht. Ah, okay, warte mal, müssen wir kommen zu den Schaltern. So, dann können wir hochfahren. Machen wir nochmal dieses Bonus-Level hier. Guck das an. Einmal rumfahren. So. Ein Hunde-Level, Kevin 1. Das machen wir nochmal. Kenn ich gar nicht. Oh, 520 müssen wir. Hui. Vielleicht. Hier auch eine Backmaschine da oben stehen. So ein Rührgerät. Aber wir probieren es. Das auch da gibt. Aber wie man sieht, ist die Küche jetzt so geteilt. Das heißt, jeder muss seinen Bereich machen. Das ist das Spiel. Gedünstet. Okay. Teile Fleisch und Gemüse, mische es mit Mehl und dünste es zusammen. Gucken wir. Bereit? Lesen wir hier. Was ich jetzt gemacht. So, auch ein Fischer. Dünsten. So, ein Schwein. Mann, was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Nein? Hä? Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Eben.
Trailer gesehen. Pass auf, ich bin weg hier. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Bin ich nicht. Bin gerade zu. Gut. Ja, ist alles, was ich weghelfen kann, glaube ich. Okay, also ich weiß gar nicht, was ich machen soll, muss ich zugeben. Fisch und was ist denn das Dunkle? Das Fisch soll gedünstet werden, mehr ist es nicht, ne? Okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ich weiß nicht, ich habe nur ein Rezept geschafft, also das ist ja wirklich schlecht. Aber wie gesagt, schade. Aber ich glaube, da gehen wir nochmal rein, oder? Ja, so kann es auch gehen, wenn man sich jetzt am Anfang nicht durchliest und ich genau weiß, was man machen soll, dann wird es natürlich scheiße. Aber nichts. Probieren es nochmal. Wird es nochmal schaffen. So. Ja, komm, wir probieren Kevin nochmal. Kevin 1. So, Kevin 1 wollen wir nochmal machen. Das kann nicht sein, dass ich da so ablose. Also, okay. Ganz zusammen. Kann ich weg. Wirklich viel. Finde ich, aber. Also, gedünstet, neues Rezept. Zerteile Fleisch oder Gemüse. Mische es mit Mehl und dünste es zusammen. Okay. So, jetzt machen wir Fleisch. Ach, guck mal, das Mehl.
Mach ich dann Mehl. Hä? Ah, okay. Das gehört jetzt da rein. Okay, warte mal, warte mal. Aha. Kann ich jetzt dünsten? Mix werden nochmal. Okay. So vielleicht? Okay, okay, okay. Lass mal sehen, wie schlecht ich das Fett habe. Ah! Okay, das war richtig schlecht. Aber jetzt weiß ich, worum es geht. Nun gut. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet. Und wenn ihr Lust habt, machen wir es zum 1000 Abonnenten-Special. Machen wir dann einfach ein kleines Livestream, wo wir dann mit ein paar Leuten spielen, ein paar mehrere Spiele. Das hier vielleicht und Mario Kart mal wieder. Definitiv Mario Party, was ja schon nächste Woche kommt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei.